Hallo zusammen bei No Man's Sky. Willkommen zu einer weiteren Folge von Glitch Building. Und wir werden jetzt mal unsere Landeplattform, Landefläche ein wenig ausbauen. Und zwar hatte ich daran gedacht, das so wie bei der anderen zu machen. Das heißt, wir wollen hier ein schräges Dach anbauen. Da es eine Landefläche wird, dürfen wir hier nicht zu hoch werden. Ansonsten bei einem flachen Anflug würdet ihr mit dem Schiff gegenfliegen. Und das wäre natürlich dann nicht so schön. Okay. Das heißt, wie bei den Wänden, die wir aufgebaut haben, ist es natürlich hier genauso, dass wir jede einzelne Bodenplatte mit dem mit der Pflasterung, Zylinder, Würfel und Rohr bestücken müssen. Okay, das war jetzt nicht ganz so clever. Die Bodenplatte habe ich zu früh rausgenommen, aber ist ja kein Problem. Die brauchen wir jetzt auch erst einmal nicht. Okay. Dann wieder in die Deko. Und glitschen auf den Zylinder. Dann nehmen wir hier auch noch den Würfel. Können wir entscheiden, wie die Schräge sein soll. Und zwar können wir die Schräge jetzt so gestalten, dass wir so ansetzen. Fände ich persönlich jetzt nicht so schön. Wieder weg. So. Jetzt bauen wir hier das Rohr dran. Den Zylinder wieder weg. Und
dreh dich. Okay, erst will er gar nicht, jetzt ist er ein bisschen hyperaktiv. Dann über hier ein schwarzes Dach. Okay. Gut. Jetzt können wir hier. Deko. Mit Licht. Und die Zylinder wieder wegnehmen. Nee, das machen wir jetzt erstmal nicht. Wir bauen jetzt hier erstmal das Dach weiter.
vergessen. Nein, alle da. Vorrangig. So, dann wieder zu den einfachen Metall Bodenplatten. Und links hier rum anbauen. Ja, Blender Glitch ist ja, wie ihr euch denken könnt, wahrscheinlich nicht meine Idee. Also gibt viele, die Blender Glitch benutzen. Und die Ideen mit, was kann ich alles damit anstellen, die kommen mit der Zeit. Denn erstmal muss man ja wissen, was kann ich denn machen? Verschiedene Wege, dass man die kennt oder kennenlernt oder ausprobiert. Muss ich jetzt doch die Position noch ändern? Deswegen, ihr werdet mit Sicherheit auch eigene Ideen haben, eigene Ideen entsprechend verwirklichen und vielleicht sogar andere Wege finden. Vielleicht sogar etwas, wo es leichter geht oder zumindest für euch leichter ist. Nicht sein. Jawohl. Okay. Wir das hier auch noch mal auf. Fast. Okay, sitzt richtig drin. Ich mache das hier auch gleich wieder weg.
nachträglich im Zylinder geworden. Natürlich auch Glas nehmen können. Aber wir nehmen wieder die Metallbodenplatte. Okay. Gut. Jetzt können wir das alles entfernen. Sehen, ob alles weg ist. Jawohl. Das sieht ja gut aus. Okay. Ups. Bauen wir uns das jetzt hier einfach mal auf. Mit einem zweiten Ring. Muss ich erstmal die Position verändern. Bei der Radius von meiner Pow-Kamera ist leider ein bisschen begrenzt. Das heißt, ich kann da hinten nicht mehr weiter.
Und deswegen mal die Position ändern in die Mitte. Dann sollte das kein Problem sein. Okay. Schauen, dass uns das dann beim Landen nicht im Weg ist, weil hier nicht so hoch kommen. Auf jeden Fall, wenn ihr die Landeplattform baut, die Landefläche, tut euch selber den Gefallen, dass ihr euer Schiff reinstellt. Ansonsten werdet ihr wahrscheinlich ständig NPCs haben, die dort landen. Oder vielleicht mögliche Besucher. Jetzt könnt ihr hier natürlich auch noch Wände stellen. Da sind euch keine Grenzen gesetzt, also der Fantasie sind da erstmal keine Grenzen gesetzt. In dem Falle zum Beispiel ein Glaswand. Prinzip auch nicht schlecht. Aber das lassen wir jetzt erst wieder weg. Und
Schauen wir mal. Nehmen wir es noch einmal weg. Weil eigentlich hatte ich ja gesagt, wir probieren mal aus, ob wir jetzt überhaupt noch gut landen können. Müssen wir erstmal. Wir können natürlich auch losfliegen. Also wie schon bei der letzten Folge erwähnt, das Schiff ist wirklich nicht schön. Das ist nicht mein Schiff, das ich gerne fliegen wollen würde. Nur das Anfangsschiff wollte ich gar nicht haben. Da hat sich das hier angeboten. Okay. Jawohl, also höher dürfen wir auf jeden Fall nicht werden. Und drüben landet auch noch. Okay, das Schönste war es jetzt auch nicht, aber das hätte ich dann doch genommen. Gucken, vielleicht kommt da gleich noch einer. Ja, das gefällt mir ganz gut. Erstmal nochmal speichern.
Okay, schade. Na gut, okay. Dann den Schiffkauf in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da. Schreibt mir Kommentare, Kritik. Höre ich auch sehr gerne, kein Problem. Und vielleicht habt ihr sogar noch Lust auf ein Abo. Dann lasst auch ein Abo da. Ich bedanke mich und ciao.